Willkommen zu Teil 4 meiner Megaserie über Musikproduktion. In diesem Teil zeige ich dir die Macht der Flächensounds. Ich produziere diesen Monat einen kompletten Song, das heißt, ich spiele Instrumente ein, ich arrangiere ein bisschen den Song um und mische ihn natürlich ab und jeden Tag nehme ich dich bei einem Arbeitsschritt mit, sodass du verfolgen kannst, wie mein Arbeitsansatz hier ist. Ganz kurz noch, wenn du dich für Musikproduktion interessierst, wenn du selber gerne eigene Songs produzieren möchtest, dann empfehle ich dir mein PDF über Musikproduktion. Da gebe ich dir viele Tipps, zum Beispiel welche DAW, also welche Musikproduktionssoftware passt am besten zu dir, wo kannst du deine Songs veröffentlichen, wo findest du Session-Musiker und so weiter. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Und jetzt geht's los. Heute geht es also um Flächensounds, um Flächenpads. Ja, wir hören mal ganz kurz rein, wie weit wir jetzt sind. Gestern habe ich den Bass eingespielt, vorgestern die Drums ausgewechselt, weil die in der Originalproduktion nicht so gut waren. Und unser Song klingt jetzt im Moment so. Okay, es klingt schon ganz ordentlich und es gefällt mir jetzt wesentlich besser mit dem ausgewechselten Bass, mit den ausgewechselten Drums. Aber ich höre hier im Hintergrund noch so einen Flächensound. Also Flächensounds sind auch immer ganz gut, um den Chorus noch ein bisschen größer zu machen und um der ganzen Produktion auch noch ein bisschen Tiefe zu verleihen. Das wirst du gleich hören und das wird immer meines Erachtens stark unterschätzt. Ein großer Fehler jetzt, der bei Flächensounds, speziell bei Synthesizer-Sounds oft gemacht wird, das möchte ich hier gleich wieder am Anfang auf den Weg geben, ist, fummel dich nicht zu ewig rum durch Presets, das heißt, such nicht ewig nach Sounds, ja, und verhedder dich dann nicht zu enorm in Details. Ich suche mir jetzt einfach einen Synthesizer, der hier gut reinpasst und der im Hintergrund so ein bisschen für Fülle sorgen kann. Und dazu öffne ich meinen Alchemy-Sound. Und zwar lege ich mir direkt einfach hier ein neues Instrument an und suche mir hier ein Pad raus. Was ich gerne benutze, das kenne ich schon, ist dieses Perfect Pad. Und das eignet sich wirklich richtig gut für Hintergrundsounds. Das klingt, ich muss mal hier ein bisschen leiser machen gleich, das klingt so. Ja, und das reicht mir jetzt schon als Hintergrund. Ich nehme mir einfach nur ein bisschen die Brightness raus. Ich möchte ein bisschen weniger High, weil du hörst hier schon, es war wahnsinnig viel Reverb drauf, wahnsinnig viel Sustain drauf und ich möchte nicht, dass mir dieses Pad jetzt hier zuschmiert, mit diesem über das Reverb jetzt alles zuschmiert hier. So und so reicht das schon. Das zweite, was ich möchte, ist, ich möchte noch ein bisschen mehr Drama in der Bridge und ich lade mir jetzt einfach dieses Pad hier nochmal rein. Ich nehme in diesem Fall aber ein anderes und zwar war das, glaube ich, dieses hier. Ja, du kannst hier bei Alchemy, na, das ist es nicht. Okay, das möchte ich hier so als so ein paar Tupfer für die Bridge noch. Auch hier gehen wir mit dem Sustain ein bisschen zurück, mit dem Reverb ein bisschen zurück, dass es uns hier nicht alles zerschießt. Genau, und das möchte ich für die Bridge haben. Du siehst also, ich mache hier wirklich nicht lang rum. Ruckzuck, such dir deine Grundsounds raus. Du hast nachher immer noch, auch beim Mixing, oder wenn du dann alle Instrumente eingespielt hast, kannst du immer noch mal drüber gucken. Und kannst vielleicht noch einen anderen Sound raussuchen, das geht ja schnell, aber jetzt möchte ich einspielen und nicht ewig irgendwelche Sounds raussuchen. Okay, dann würde ich sagen, ich probiere mal ein bisschen rum und fange mal an einzuspielen. Ich habe alles eingespielt, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und ich zeige dir nochmal ganz kurz, wie ich versucht habe, die Parts voneinander abzusetzen, sodass ich nicht in jedem Part das Gleiche spiele. Ich habe dir gerade eben beim Einspielen schon erklärt, wie wichtig es ist, auf die
Frequenzen zu achten. Ja, ich achte auch gleich darauf, in welchen Lagen ich spiele, damit ich mir nicht mit anderen Instrumenten wie den Gitarren in die Quere komme und die maskiere. Und ich habe auch gleich probiert, das musst du immer als Producer auch immer im Arrangement zu denken, das heißt, dass ich jetzt nicht bei jedem Vers das Gleiche einspiele. Okay, und ich habe jetzt hier bei Vers 1 zum Beispiel nur einen Ton eingespielt. Ich habe den ein bisschen früher angefangen einzuspielen, damit ich ihn einfaden kann. Ja, das hört sich dann in ungefähr so an nachher. Ja, ich mache es hier mal direkt vor, wie ich mir das dann vorstelle. Okay, den lasse ich dann so ein bisschen im Hintergrund laufen. Dann habe ich den Chorus eingespielt, beim ersten Chorus ein bisschen weniger als beim zweiten. Das hast du schon gehört beim Einspielen. Und dann habe ich hier die Bridge eingespielt. Auch hier habe ich jetzt den Startakkord ein bisschen vorgezogen, damit ich den einfaden kann. Ich zeige dir das auch gerade mal. Wenn wir also hier rauskommen aus dem Chorus. Okay, auch hier, dass ich den nachher einfaden kann. Das heißt, du musst als Producer auch immer schon ein bisschen in die Zukunft denken. Was willst du wann wie einsetzen? Also das heißt, als Producer brauchst du auch immer so das Gesamtbild des Songs im Kopf und musst dir sehr bewusst darüber sein, was du tust und warum du es tust. Ich möchte dir jetzt nur noch mal ganz kurz demonstrieren, was für einen Unterschied es macht, ob im Hintergrund so ein Flächensound mitläuft oder nicht. Wir hören mal in den Refrain rein und dir wird das Pad zunächst kaum auffallen. Aber wenn ich es dann ausschalte, wirst du deutlich merken, dass was fehlt, dass Fülle fehlt. Extrem, oder wie viel mehr Tiefe da gleich da ist. Und genauso soll es eigentlich sein. Du sollst es nicht unbedingt wahrnehmen, so ist zumindest jetzt war meine Idee, aber wenn es weg ist, fehlt auf einmal was. Noch krasser ist das hier bei der Bridge. Ja, obwohl es gar nicht laut ist, obwohl es wirklich nur im Hintergrund läuft, wie krass, also wie viel Tiefe auf einmal fehlt. Ja, und das ist die Macht der Flächenpads, also der Flächensounds. Arbeite unbedingt damit. Es ist eine wirkliche Waffe, die viele nicht kennen. Arbeite damit, aber setze sie dezent ein. Das ist die wichtige Regel. Und verheddere dich nicht zu sehr in Details. Das passiert bei Synthesizer-Sounds sehr gerne. Ich werde jetzt schauen, ob ich noch einen Sound auswechseln möchte oder ob mir das so passt. Werden wir das nochmal angucken. Oder ob ich ein anderes Preset vielleicht noch will. Und morgen im nächsten Teil schauen wir dann, ob wir vielleicht noch eine zusätzliche Gitarre im Arrangement unterbringen können oder ob jetzt unser Arrangement fertig ist und wir tatsächlich schon mit dem Mixing anfangen können. Wie immer, wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte und natürlich auch über einen Daumen nach oben. Ich hoffe, wir sehen uns morgen beim nächsten Teil. Bis dann!